Ich bin Emily und interessiere mich für den Studiengang Nemo an der TU Braunschweig. Und dafür treffe ich Viktor gleich, der mir ein paar Lernstationen zeigen wird. Hi Emily. Hi Viktor. Schön, dass du heute da bist. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind gerade hier am Elenia-Institut. Hier werden an aktuellen Fragestellungen der Energie- oder Verkehrswende geforscht. Cool. Und was ist da drin? Ach, das sind verschiedene Labore. Da kann uns aber Steffi gleich ein bisschen mehr erzählen. Cool. Dann lass uns mal reingehen. Super, gerne. Hey Steffi. Hi ihr beiden. Was untersuchst du hier gerade? Wir schauen uns hier im Labor ganz viele unterschiedliche Komponenten rund um das Haus der Zukunft an. Da gibt es zum Beispiel Wärmepumpen, elektrische Speicher, Photovoltaikanlagen oder Elektromobilität. Und wir schauen uns an, wie diese einzelnen Komponenten optimal und energieeffizient zusammenarbeiten können. Mit Photovoltaik meintest du Solaranlagen? Ja, genau. Also Photovoltaik ist der spezielle Begriff für die Stromerzeugung und Solar ist ein allgemeiner Oberbegriff. Wir haben ja am Institut auch eine Photovoltaikanlage und damit können wir Lehre und Forschung optimal verknüpfen. Die ganzen Daten werden dann gesammelt und hier im Labor dann ausgewertet. Außerdem kannst du dann selber hier aktiv an der Forschung teilhaben im Studium. Klingt cool. Ich interessiere mich nämlich besonders für Photovoltaik und für Elektromobilität. Elektromobilität können wir uns sehr gerne jetzt im IMAP-Institut anschauen. Ja, sehr gerne. Dann mal los. Wir sind jetzt hier im IMAP. Hier kannst du den gesamten elektrischen Antriebsstrang kennenlernen. Von einem einfachen Fahrrad über ein Auto, auch einem Bus und sogar einem Flugzeug. Hey Jonas. Hi ihr zwei, ne? Was machst du denn hier gerade? Ich baue gerade einen Wechselrichter in den IMAP-Racer ein. Okay, und was macht ihr dann mit dem IMAP-Racer? Wir erproben mit dem Bauteile, die wir selbst entworfen haben. Und das passiert hier alles hier in der Werkstatt? Nicht ganz, wir arbeiten auch viel oben im langen Labor. Das kann ich euch noch zeigen. Kommt mal mit. Ja klar, gerne. Meistens arbeiten wir hier oben im langen Labor. Da kannst du als erstes einen Entwurf erstellen zu der Schaltung, die du entwerfen sollst. Dann, wenn du den Entwurf fertig hast, kannst du noch eine Ansteuerung erstellen und beides zusammen im realen Produkt dann hier umsetzen und die Schaltung aufbauen. Cool. Lerne ich das wirklich schon im Studium? Das lernst du im Studium, und zwar in verschiedenen Praktika, Vorlesungen und Übungen. Sehr cool. Gibt es ja auch was zu Batteriezellen? Das lernst du in deinem Studium auf jeden Fall, und zwar an der Battery Lab Factory. Hier in der Battery Lab Factory Braunschweig haben Studierende die Chance, Forschung hautnah mitzuerleben. Ihr könnt am gesamten Produktionszyklus mitwirken, von den Rohmaterialien über die fertige Zelle bis zum Recycling. Aber elektrische Energie lässt sich nicht nur mit Batterien speichern, das geht auch mit Wasserstoff. Hier sind wir jetzt in einem Brennstoffzellen-Wasserelektrolyseur-Labor. Und ihr seht, wir sind hier in der Chemie, weil in der Chemie tragen wir Kittel, haben eine Schutzbrille auf. Wie das Herzstück einer Brennstoffzelle aussieht, halte ich hier in der Hand. Und wie sich die Materialien verhalten, sehen wir hinter uns an diesen Prüfständen. Die Materialien werden hier getestet, wie gut ihr Verhalten ist in einer richtigen Brennstoffzelle oder in einem Elektrolyseur und wie die Materialien auch altern. Also danke für den wirklich interessanten, aber auch anstrengenden Tag. Ich frage mich aber wirklich gerade, wird das wirklich umgesetzt? Ja klar, aus einem Beispiel sind wir gerade ausgestiegen. Das ist der Emil-Bus, der durch ein Forschungsprojekt entstanden ist. Er ist batteriebetrieben und fährt jetzt schon seit 5 Jahren hier in Braunschweig. Durch das Absenken der Ladevorrichtung und einer integrierten Spule im Boden kann sich so der Emil in kürzester Zeit wieder aufladen. So ist er relativ schnell wieder einsatzbereit. Falls du dich für Klimaschutz interessierst, schau in die Videobeschreibung für weitere Informationen. Und dann sehen wir uns eventuell schon bald in Braunschweig. Ciao. Ciao.